Yeah, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute wieder mit einem Video. Und zwar werden wir heute uns Star Trek Blast anschauen. Schon ein bisschen älter das Set. Ein bisschen darüber diskutieren. Und zwar, weil das Set irgendwie echt eine Menge interessante Karten hat. Und ich habe halt gerade eben erst gesehen, dass Heatwave bzw. Hitzewelle am Steigen ist. Wegen den Ignites im übernächsten Set. Die sind ja alle Normal Monster, Panel Summon Monster. Und da soll halt Heatwave ganz gut sein in dem Deck und deswegen steigt das halt jetzt im Preis ein bisschen. Und als ich mir halt die Karte genauer angeschaut habe, habe ich halt gesehen, dass die aus Star Strike Blast kommt. Und Star Strike Blast ist halt bekannt dafür, dass es bisher halt immer diese Hype-Karten hat, diese Karten, die jetzt dann im Nachhinein als gut empfunden werden, beziehungsweise jetzt erst ein paar Jahre später irgendwie brauchbar sind. Die bekannteste Karte ist, glaube ich, wie jeder weiß, Emptiness. Lange Zeit überhaupt nicht beachtet und dann aus dem Nichts gestiegen. Also das Set kam Ende 2010 raus bei uns. Jetzt ist es halt Mitte 2015, also vor knapp 4,5 Jahren. In dem Set kam halt zum Beispiel Karakuri raus und ein paar andere Karten, die man heutzutage immer noch spielt, so wie Glaubbulb und Swift Scarecrow. Aber für damalige Verhältnisse nichts wirklich Besonderes. Und wenn man jetzt zurückblickt, sind so viele Karten gehypt worden, so viele Karten im Nachhinein gut geworden gegen das Meta. Hauptsächlich Side-Deck-Karten. Da haben wir zum Beispiel Spiegel der Eisbarriere. Wurde vor kurzem jetzt dann gehypt wegen Necros. Also knapp 4 Jahre danach. Hat sich zwar nicht durchsetzen können, die Karte. Weil Necros auch ohne Trishula richtig stark ist, richtig übermächtig. Und die Karte halt eher zu situationsabhängig gewesen ist. Oder ist. Aber wurde auf jeden Fall gehypt. War kurz am Steigen. Auf jeden Fall hatte sie einen stolzen Preis für irgendeine Common, Random Common. Und ich finde es halt interessant zu sehen, dass eine Karte 4 bis 5 Jahre nachdem sie erschienen ist, erst richtig Beachtung bekommt. Das ist halt das Merkwürdige an dem Set, dass dieses Set richtig viele von diesen Karten hat, die erst Jahre danach irgendwie beachtet werden. Da haben wir zum Beispiel Jolin Lockbird. Für die, die es nicht wissen, der wurde zu E-Dragon und Spellbook-Zeiten gehypt. Zwar eine der wenigen Outs gegen Spellbook. Ist ein Handtrap, kannst du abwerfen, um den Gegner von Searchen und Adden und sowas zu hindern. Und zwar halt hauptsächlich gegen Spellbook of Judgment. Und die Karte ging, glaube ich, 10 Euro rare, wenn ich mich richtig erinnere. Und wenn du die nichts hattest, konntest du damals einfach nichts gegen Spellbook machen. First Turn kannst du theoretisch heute auch nicht. Also deswegen war die Karte halt auch so gehypt. Dann haben wir Psi-Blocker, der ist mal mehr gehypt, mal weniger. Wurde vor kurzem auch wieder ein bisschen mehr gehypt. YCS Prag zum Beispiel. Habe ich ja ein Video gemacht, Top 10 Tech Cards. Und da war der auch mit dabei, weil der echt einen interessanten Effekt hat. Dann haben wir Skullmeister. Der wurde letztes Jahr ein bisschen gehypt und zwar gegen Artifact und die Hände. Auch eine Handtrap, kannst ihn abwerfen und einen Karteneffekt im Friedhof negieren. Dann haben wir noch als letztes Monster Garnex Ally Dugadark. Secret Rare. Und der wurde gegen Evil Swarm gehypt. Man glaubt es kaum, aber Evil Swarm war mal Meta, war mal richtig stark und Ophion hat damals richtig gestört. Vor allem in Verbindung halt mit dieser Evil Swarm Lanze, keine Zauber und Traps. Und mit dem konnte man einfach Ophion zerstören. Obwohl der sich auch nie wirklich durchgesetzt hat, beziehungsweise davor ist Evil Swarm auch schon wieder verschwunden. Dann eine interessante Falle, die auch vor kurzem erst gehypt wurde, ist Different Dimension Ground. Makro für eine Runde. Wurde halt vor allem gegen Burning Abyss und Shadow und im Burning Abyss und Shadow Mirror Match eingesetzt. Da ging, glaube ich, auch eine Karte von den, also eine von den 10 oder 15 Euro. Ich glaube eher 10, aber war auch auf jeden Fall eine Zeit lang gehypt, eine Zeit lang im Side Deck vertreten. Dann eine Falle, die nur ganz kurz ein bisschen gehypt war, aber ich denke, dass sie echt Potenzial hat und später auf jeden Fall nochmal zurückkommen wird, ist Sturz ins Dunkel. Ist eine Falle, ist gut gegen Pendulum und andere Sachen. Dann die letzte Karte ist halt diese Yokai-Karte. Die hat ja in den vergangenen Jahren auch ein bisschen mehr Spiel gesehen. Und man muss halt bedenken, zum Beispiel, dass Star Strike Blast noch Synchro-Zeit war. Und zwar halt vor Exceed-Zeit und die Karte hat ihr Potenzial erst zur XYZ-Zeit entfaltet. Also ganz interessant zu sehen, dass ein neuer Spielmechanismus alte Karten zurückgebracht hat. Und ich fand es halt echt interessant zu sehen, dass komischerweise Star Strike Blast irgendwie
die meisten Karten hat, die man irgendwie zurückbringt, die irgendwie nach so vielen Jahren erst ihr Potenzial entfalten. Ja Leute, das war's. Kleiner Überblick, kleine Diskussion über Star Strike Blast und die ganzen krassen Karten aus dem Set. Möglicherweise das beste Set sogar, wenn man es so im Nachhinein betrachtet. Wer weiß. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab. Checkt unsere Sponsoren ab. Link überall. Und ciao.